Das sieht nicht aus wie ein Gefängnis, das sieht aus wie so ein Basketball-Sportplatz oder so, keine Ahnung. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Space Space Startopia, ein Projekt mit freundlicher Unterstützung, gesponsert von Calypso Media. Vielen lieben Dank an der Stelle. Und wir sind hier zurück auf dem Gefängnisplaneten. Hier geht es eigentlich darum, eine Gefängnis-Enklave aufzubauen sozusagen und Kriminelle zu inhaftieren. Das heißt, wir brauchen eigentlich hier die Sicherheitszentrale. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wo das jetzt genau ist und wo ich das freischalten kann. Das ist gerade so ein bisschen noch so ein Thema hier. Ich schalte jetzt einfach mal hier Touristen frei. Es wäre schon ein bisschen touristisch. Es wäre schon ein bisschen grotesk, wenn die Strafanstalt hier drunter zu finden ist. Commander, Sie haben die höchste Besucherkategorie für dieses Szenario mittels Technologie erreicht. Neues! Okay. Wenn Sie es nun noch schaffen, Sicherheitszentrale und Brick freizuschalten, können wir uns endlich dem eigentlichen Ziel des Szenarios zuwenden. Ah, da ist die Brick. Ich hoffe, Ihr von Kohlenstoff durchdrungenes Rechenzentrum kann mir soweit folgen. Alles klar. Commander, Sie sollten alles daran setzen, genügend Prestige für die Sicherheitszentrale und das Gefängnis zu sammeln. Ja. Dann können Sie auch endlich mit der Erziehung der Straftäter loslegen. Da ist sie, die Sicherheitszentrale. Ich hab's so gesehen. Sie ist tatsächlich bei Touristen. Okay. Ja gut, wenn man Touristen hat, holt man sich normalerweise auch ziemlich viele feierwütige Durchgeknallte in die Station. Und ja, da macht das natürlich durchaus, oder gibt durchaus Sinn, dass man auch eine Sicherheitszentrale hat. Die muss ich wahrscheinlich hier unten aufbauen, schätze ich mal. Machen wir mal. Oh Gott, ist das Ding groß, alter Schwede! Okay, that's what she said. Ja, ich drehe das mal, Moment, ich pack das mal dahin. Lass mal da vielleicht mal noch so ein bisschen Abstand zur Sicherheitszentrale. Schön, schön neben die Einrichtungen, genau, schön daneben. Nicht schlecht. Ja, und die müssen wir betreiben und dann können wir, wenn ich das richtig gesehen habe, noch die Brick freischalten. Genau, betreibe eine Sicherheitszentrale. Sehr schön, meine lieben Freunde. Nice, das läuft doch. Jetzt kommt das hier richtig in Gang hier, meine lieben Freunde. Wie sieht es denn in der Krankenstation aus? Oh, sehr schön. Sieht gut aus, soweit. Sieht gut aus. Passt doch. Hier sieht es auch... Oh. Da stehen ganz schön viele. Ihre Sicherheitszentrale ist nun funktionsfähig. Neues. Die hier arbeitenden Leviathane kümmern sich darum, hocheffiziente Drohnen zu steuern, die nach kriminellen Ausschau halten und diese bei Identifizierung in die Brick bringen. Ach, die sind das. Die Lebertrane, Leviathane. Dann lass die doch gleich mal engagieren. Vier Leute, genau. Ich habe mal vier Leute angestellt. Wunderbar. Und was kann ich da machen? Sabotage? Das ist wahrscheinlich, wenn ich Gegner habe. Wenn, also man kann im Multiplayer spielen gegeneinander, beziehungsweise man kann auch mit Computergegner spielen. Und dann kann man die dann sabotieren über die Sicherheitsanlage. Warte auf Arbeiter. Okay, Sicherheitsdrohnen, alles klar. Listige Leviathane, schauen wir doch mal. Commander, Ihre angestellten Leviathane scheinen sich zu einer Gewerkschaft zusammengeschlossen zu haben. Was? Zwei Sekunden, nachdem ich sie angestellt habe, reden die schon über Gewerkschaft? Das gibt's doch nicht. Da dies niemals gut ist, hätte ich ja zwei Vorschläge für Sie, um dieses Verhalten zu torpedieren. Schmutzige Cops, Leviathane, die Bedürfnisse der Angestellten steigen um 25% langsamer an. Kriminelle Angestellte sorgen dafür, dass andere Angestellte auch kriminell. Die kriminelle Angestellte sind nie gut. Die sind viel schlimmer als alles andere. Dann lieber eine Gewerkschaft. Leviathane, Bedürfnisse der Angestellten steigen um 25% schneller an. Leviathane, Angestellte werden um minus 50%. Ja, das müssen wir machen. Eine diabetöse Wahl, Commander. Eine diabetöse Wahl. Das ist ja ein Getöse, ein diabetöses Getöse hier. Oh, guck mal, das ist ja wie bei Avengers hier, schaut mal. Das ist ja voll Iron Man-mäßig, was die da machen, die Leviathane. Die sehen irgendwie witzig aus, die sehen so fröhlich aus. Oh, ich bin ein Cop. Ich bin ein Cop. Commander, ich bin der gute Cop. Die erste Drohne verlässt nun die Sicherheitszentrale. Jawohl. Und macht sich daran, unter den Besuchern kriminelle Subjekte zu finden. Kriminelle Subjekte, meine lieben Freunde. Den so sieht's aus. Den normalen Testparametern zufolge hätten sie diesen Punkt in der Hälfte der Zeit erreichen sollen. Aber nachdem es in diesem Szenario keinerlei Zeitdruck gibt, denke ich, dass ihre Aktivitäten ausreichend sind. Meine Aktivitäten sind ausreichend. So, jetzt habe ich noch die Brick freigeschaltet, genau.
Und die muss ich ja auch Bär treiben. Genau, hoffentlich ist die jetzt ein bisschen kleiner als die Sicherheitszentrale. Ich weiß auch, die ist doppelt so groß garantiert. Die Brick. Was brickt mir denn das? Die passt da ja nicht hin. Achso, weil da der Müll einmal im Weg ist. Warte mal, den muss man mal wegmachen. Pack den mal ein, genau. Den können wir ja hier drüben einfach wieder hinstellen. So, auf der Seite, ja, genau, da, so. Und dann bauen wir die Brick. Nicht das, sondern die Brick, genau. Die bauen wir dann einfach hier so rein. Genau so, so. So machen wir das. War das wieder ein Parasit? Tötet ihn. War, wo ist er hin? Ist er weg? Habe ich ihn erwischt oder ist er weg? Da. Ah, der Müll aus dem Mülleimer ist rausgefallen. Da ist der Parasit. Jahaha, zermatscht. Nicht schlecht. Guck mal, jetzt sind alle am Arbeiten da. Nicht schlecht. Nice, nice. Aber irgendwie glaube ich, wir brauchen doch noch mehr mit Kohlen. Mit der Errichtung der Brick kann nun endlich mit der Resozialisierung der Kriminellen begonnen werden. Kriminelle. Die Kriminellen. Sobald sie einen Kriminellen erkennen, diesen zur Brick bringen. Diese Kriminellen. Können sie auch selbst Besucher einsperren lassen. Echt? Quasi als Präventivmaßnahme. Wow. Ich bin zwar nicht sicher, wie sich dies auf die Wertung ihrer Station auswirkt, aber ich persönlich kann den Schritt, Kohlenstofflebewesen einzukerkern, nur gutheißen. Commander, in Kürze sollten Sie erste Erfolge erzielen und Ihre Drohnen sollten anfangen, Verbrecher in das Gefängnis zu eskortieren. Ja, geil. Natürlich steht es Ihnen frei, jeden beliebigen Besucher inhaftieren zu lassen, wenn Sie etwas Verdächtiges bemerken. Wie wäre es zum Beispiel mit einem dieser Telger, die auf dem Subdeck herumstreifen? Die wirken sehr verdächtig auf mich. Jetzt wäre mal die Frage, was gibt's eigentlich für Verbrechen und was machen die eigentlich, dass sie zu Verbrechern werden, genau. Also es gibt bestimmt die Möglichkeit, wenn die irgendwie Vandale machen oder so, dass ich die beobachte. Sicherheitsverwahrung. Commander, nach reiflicher Überlegung habe ich den Eindruck, dass sie ihre Brick verbessern können. Ich habe hier zwei verwirrend verkorkste Vorschläge für sie. Privatisierte Gefängnisse. 2% Chance auf Inhaftierung von Unschuldigen durch Drohnen. Kriminelle Aliens können Gefangene befreien. Ne, das wollen wir ja nicht, ne? Aber das können sie bei beiden Varianten. Staatliche Gefängnisse. Rehabilitationsfehlschlagschance von -5%. Kriminelle Aliens können Gefangene befreien. Ich will gerne nicht, dass kriminelle Aliens Gefangene befreien können. Kann ich das auch einfach verstreichen lassen, ohne was zu machen? Das haben wir noch gar nicht probiert, kann das sein? Weißt du, was passiert denn, wenn es einfach verstreicht, wenn ich einfach nichts mache? Das will ich mal jetzt probieren. Macht er dann random oder macht er gar nichts? Ich will gar nichts von beiden haben. Aber können die kriminellen Aliens vielleicht so oder so andere befreien? Das ist halt die Frage, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Oh, da wurde schon wer abgeführt. Die Drohnen sind scheinbar ein gutes Abführmittel. Noise. Das war ein sogenannter Wortwitz. Nice. Oh, da sind Parasiten im Knast. Ungeziefer im Knast. Alter, es sind ja schon richtig viele, die abgeführt werden. Nicht schlecht. So, was passiert jetzt? In Ordnung, Commander. Sie wollen das Gefängniswesen privatisieren. Was? Was soll dabei schon schiefgehen? Nee, will ich nicht. Wollte ich nicht. Ich habe gar nichts ausgewählt. Ah, 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 ich habe gar nichts ausgewählt. Ah, ah, ah. Oh, wir haben, glaube ich, schon den ersten resozialisiert, kann das sein? Die laufen da unten rum. Das sieht mehr aus wie so ein... Das sieht nicht aus wie ein Gefängnis. Das sieht aus wie so ein Basketball-Sportplatz oder so. Keine Ahnung. Wo sie einfach dann trainieren oder so. Oder? Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Gefängnis, finde ich. Also gut, ja, man kann es nur so an diesem Gitter da so ein bisschen... Ja, guck mal, die können ja da nachlesen, lol. Ja, wer ist denn da unten so drin? Und wen haben wir denn da? Wer hat denn da wieder Quatsch gemacht hier? Guck mal. Ja, und dann laufen die da unten so. Ja, und dann kann man die Eingesperrten kann man bei ihrer Resozialisierung beobachten. Also es ist eigentlich ein Zoo. Es ist eigentlich ein Crime Park. Es ist nicht Jurassic Park, es ist ein Crime Park. Burglar Park. Willkommen im Burglar Park. Okay, sehr schön. Wir haben noch keinen resozialisiert übrigens.
Ich weiß nicht, lohnt es sich dann nicht vielleicht noch... Commander, Sie haben erfolgreich Ihren ersten Kriminellen resozialisiert und zu einem weiteren mehr oder weniger wertvollen Mitglied der unnützen Kohlenstofflebensformengesellschaft gemacht. Sehr schön. Ein erster Schritt, um dieses Testszenario erfolgreich abzuschließen. Guckt mal, so wenn man es so betrachtet, haben wir ja dadurch auch wieder mehr Unterkünfte, ne? Weil die Kriminellen kommen ins Gefängnis, die wohnen dann da und die anderen, die normalen Leute, die wohnen in der Koje. Das ist doch schön. Die, die nicht kriminell sind, die wohnen in der Koje. Haben wir zwei Raumhäfen? Tatsächlich, wir haben zwei Raumhäfen. Ich baue jetzt hier mal noch eine Dings. Eine weitere Koje. Irgendwie fühlt sich das immer noch alles sehr eng an hier. That's what. Nein, das sei jetzt nicht... Nein, nein, nein. Sie machen Startopia offensichtlich zu einem akzeptablen Ort für Besucher. Wie sieht es eigentlich lufttechnisch aus? Ach, lufttechnisch sieht es eigentlich gut aus. Ja, ich schätze mal, wenn ich hier jetzt noch eine Koje hinbaue, ich glaube, dann wird es lufttechnisch nicht mehr ganz so gut aussehen. Deswegen baue ich lieber sicherheitshalber schon mal. Vorauseilende gehorsamsmäßig baue ich mal jetzt hier noch Luft rein, ja, auf, damit die Luft auch sauber bleibt. Kriminelle planen einen Ausbruch aus der Brick und haben Bomben in der Nähe platziert. Ups. Ich vermute, es wäre angemessen, von Ihnen darauf zu reagieren. Nein, warte mal jetzt. Aber ich baue gerade, ich kann nicht. Ich kann nicht die Bomben wegmachen. Warum macht denn kein anderer die Bomben weg? Warum bin ich eigentlich der Einzige, der Bomben wegmacht? Hier, bestätigen. Schnell bestätigen. Wo sind die Bomben? Da sind Bomben. Alles gut. Sonst noch irgendwo Bomben? Nö. Ab in den Recycler. Ab mit dem Kopf. War, da sind gar nicht mehr genug Leute, die da arbeiten. Moment. Ich stell mal noch mehr Telgor an. Wir brauchen wieder Angestellte. Sehr nice. Guck mal. Warte mal. Und jetzt machen wir hier nochmal Bearbeiten. Genau. Weil ich möchte da gerne noch hier die zwei Sachen noch drin haben. So, bestätigen. Immer schön bestätigen. Und dann weiterbauen. Immer weiterbauen. Nicht aufhören, nicht aufhören. Immer weitermachen. So. Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus? Mal gucken. Ja, genau. Jetzt gehen dann nämlich ein Teil von den Nasenzapfen, gehen dann nämlich jetzt da rein. Dann verteilt sich das alles ein bisschen. Dann hängen die hier nicht alle so auf einen Haufen rum. Ach ja, und ich wollte im Vergnügungszentrum eigentlich auch nochmal ein bisschen was aufbauen hier. Wir haben nämlich jetzt auch noch dieses Space Hotel hier bekommen. Schlafkapselhotel. Das würde ich gerne mal hier noch mit hinstellen eigentlich. Dann können wir nämlich die Touristen da unterbringen. Was ist das? Snack-O-Mart? Snack-O-Mart ist auch gar nicht schlecht, glaube ich. Guck mal. Den können wir hier neben den Lift stellen. Ist doch schön. Ist doch nice. Und was haben wir noch? Hydro-Clean Pro-Master. Ja, das ist auch gut. Lass das mal machen. Das sind, glaube ich, so die Deluxe-Varianten. Das ist für die Touristen, gibt es dann quasi diese Deluxe-Varianten, die genau das gleiche machen wie die Koje, nur nicht als einen Raum, der total klein und eng ist, sondern als separate Gebäude für das, auf dem Vergnügungsdeck, wo sie dann mehr Geld lassen können quasi. Und das ist natürlich mega geil. Da bin ich auf jeden Fall dafür, dass die mehr Geld lassen. So, wie sieht denn hier die Luft aus eigentlich? Sieht eigentlich gut aus. Kann man so machen. Wartung der Sicherheitssonden. Commander, Ihre Sicherheitsdrohnen sind äußerst wartungsintensiv. Sie müssen regelmäßig gereinigt werden, damit Ihre Sensoren kriminelle Aliens einigermaßen zuverlässig erkennen. Andernfalls kann es zu Systemfehlern kommen und die Drohnen erkennen selbst den offensichtlichsten Bösewicht nicht mehr. Ja, wir machen das mal. In Ordnung, Commander. Ich werde die Wartung initiieren. Immer mal warten ist nicht schlecht. Das wird bestimmt jetzt regelmäßig gemacht werden. Wartung, habe ich gehört, ist etwas, das man bei technischen Anlagen in regelmäßigen Abständen durchführen muss. Also nicht nur einmal, tatsächlich. So, was können wir denn hier noch Schönes erforschen? Black Hole Drop zum Beispiel. Oh, da müssen wir Credits bezahlen, Energiecredits, um das freizuschalten. Gut, dass ich jetzt noch Einrichtungen gebaut habe, die Geld abwerfen. Also das Hotel sollte eigentlich Geld abwerfen. Also Energie meine ich natürlich. Weil ich schätze mal, die Unterbringung von Häftlingen und der Betrieb einer Sicherheitseinrichtung braucht, glaube ich, auch ganz schön viel Kohle am Ende des Tages. Wie sieht es denn mit der Energie aus? Ist Gelb gut? Das ist jetzt die Frage. Vielleicht sollte ich noch so einen Energieverteiler bauen. Hier so ein... Hält Räume in seiner Umgebung am Laufen. Soll ich da mal noch einen hinstellen in die Ecke? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich mach's einfach mal. Ich habe keine Ahnung.
Ein bisschen eine dezentralere Versorgung ist vielleicht ganz gut, oder? Wenn das nicht nur so zwei, drei Anlagen sind, die da laufen. Kann ja auch mal sein, dass da mal eine Bombe explodiert. Und dann, dann ist das Geschrei groß. Keine Energie mehr und so. Ja, ich glaube, die neuen Anlagen, die rentieren sich schon ganz gut. Komm, lass mal jetzt noch den Black Hole Drop freischalten hier. Haben wir noch mehr Attraktionen. Commander, nice. Es wurden mittlerweile mehr als 50 Besucher. Ach, da habe ich Geld gekriegt? Ich weiß, dass Sie als Kohlenstofflebensform an das Versagen einigermaßen gewöhnt sind, aber dennoch hoffe ich, dass Sie sich vielleicht doch noch einmal zusammenreißen. Ah, 14.000 kostet. Ich habe Energie gekriegt, als ich das freigeschaltet habe. Was kann ich denn da noch machen? Mesh-Teleporter. Habe ich jetzt auch schon mal freigeschaltet. Guck mal, habe ich auch Energiegeld gekriegt. Was ist das hier? Sektoren einnehmen, Subdeck. Schleuse. Okay, habe ich jetzt auch mal gemacht. Brauche ich für Touristen eine Schleuse? Nee, oder? Habe ich schon Touristen? Warte mal, schlafen hier Leute drin in dem Hotel? Oder? Also da schlafen welche. Sprengstoff wurde in der Nähe deponiert. Nicht schon wieder. Aber zum Glück wird mir das vorher immer noch mal gesagt, wenn das passiert. Ja, stellt euch vor, mir würde das nicht gesagt. Ey, das wäre schrecklich. Da wüsste ich ja nicht, wenn Sprengstoff deponiert wird. Das finde ich gut, dass die Terrortouristen, dass die vorher sagen, wenn sie Bomben platzieren. Wenn sie nicht zufrieden mit meinem Service waren und Bomben platzieren. So, jetzt habe ich 16.000. Ey, warte mal, wir können den Black Hole Drop gleich mal noch bauen. Den will ich jetzt noch bauen. Mach das doch vielleicht mal hier hin. Na, warte mal, da drüben. Können wir da Lüfte bauen? Ich weiß es gar nicht. Ich baue den mal hier hin. Kann man mal machen. Der generiert ja auch wieder Kohle, nicht wahr? Also energietechnisch sieht es, denke ich mal, gut aus. Sauerstofftechnisch, da hinten in der Ecke ist es vielleicht ein bisschen prekär. Aber ich selbst hier drüben ist eigentlich alles in Ordnung. Sieht eigentlich gut aus. Wie sieht es auf dem Biodeck aus? Oh, warte mal, da können wir mal eine Tür aufmachen. Nein, können wir nicht, wir haben nicht genug Energie. Commander, meine Sensoren haben einen Kriminellen erfasst, der gerade die Station verlassen hat, nachdem er unzählige Aliens beraubt hat. Oh. Genau solche Subjekte sollen sie doch aufhalten und resozialisieren. Ja, stimmt. Warum habe ich das nicht gemacht? Vielleicht sollte ich wirklich noch eine Sicherheitseinrichtung bauen und dann auch nochmal eine weitere Brick. Ich weiß nicht, wie viele Leute können in einer Brick... Vielleicht wirklich noch eine Sicherheitszentrale? Aber noch nur die eine Brick. Das ist vielleicht die Lösung. Warte mal, können wir hier aufmachen? Wenn ich gleich genug Energie habe, mache ich da mal auf und mache mal noch eine Sicherheitszentrale. Damit wir noch mehr Leute haben, die für uns Kriminelle jagen, fangen und resozialisieren. Genau. Das sieht auch ein bisschen aus wie bei Pacific Rim, oder? Haben die nicht diese großen Mechs gesteuert damit? Mit dieser Steuerung da? Mit dieser holographischen Fantasiesteuerung da irgendwie? Ich glaube schon, oder? Das ist hier Pacific Rim. Space Rim ist das hier. Und die mussten das ja für jede Hemisphäre, da gab es ja einen Piloten dann immer irgendwie. Und da mussten die das zusammen machen irgendwie. So ähnlich. Schon irgendwie witzig. Gerade eben hat ein Angestellter gekündigt. Wer war das? Wer war das? Der entkommt hier nicht. Der kommt hier nicht raus. Wer macht denn sowas? Das war der hier, einer von denen. Schnell. Neuer Leviathan. Einstellen, schnell. Hier, komm. Nein, nicht entlassen. Nein. Moment, Sekunde. Ich will einen neuen einstellen hier. Ich stelle am besten die ein, die sowieso schon zufrieden sind. Das ist eine gute Maßnahme, glaube ich. Also einer ist entkommen, ein Krimineller, ohne dass er resozialisiert wurde. 7 haben wir resozialisiert. 30 müssen wir resozialisieren. Das sieht aber bis jetzt eigentlich ganz gut aus, würde ich mal behaupten. Ich habe aber noch keinen gesehen, wie er irgendwen... Oh, warte mal, hat der hier gerade wen belästigt? Ich glaube, der hier hat gerade wen belästigt. Ich kann ihn in Ketten legen. So ein Schläfchen in der Koje tut gut. Fühle mich wieder gesund. Slushy in der Koje getrunken. Das Zeug ist der Hammer. Hey, du darfst in der Koje keine Getränke trinken. Ab mit dem Kopf. Ab mit dem Kopf. Rein in die Brick mit dem kleinen
Betteinnässer. Den Bettsluschisierer. Ich will mal einen auf frischer Tat ertapsen. Ich krieg die noch. Hier, guck mal, der Post in der Öffentlichkeit. So geht das nicht. Ich bin wie Robin Hood, aber ich behalte alles für nicht. Ha, kriminell! Einsacken, einkassieren. Sofort einkassieren. Sofort einkassieren. Wer behauptet, dass er kriminell ist, der muss auch kriminell sein, auf jeden Fall. Einkassieren. Los, einkassieren. Ich hab doch den Befehl gegeben. Kassiert ihn. Vielleicht sollte ich mal jemanden um den ganzen Müll kümmern. Hallo, warum kommt da keiner? Ich sagte einsperren lassen. Ich glaube, ich habe wirklich... Oh, oh, was ist denn, was sehen meine entzündeten Augen denn da? Wen haben wir denn da? Ach du Scheiße, Kang und Kodos in einer Person. Krass. Wie er da rüber guckt, lol. Ach, das ist der Inspektor! Commander, inspiziert Sie Räume? Haben bereits ein Drittel der geforderten Kriminellen resozialisiert. Ah. Ich persönlich würde sie ja eher durch die nächste Luftschleuse ins Weltall werfen, aber zugegebenermaßen gibt mein Commander, Sprengstoff wurde in der Nähe Nein. der Brücke deponiert. Wo ist die Brücke? Wo ist die Brücke? Wo ist sie? Da hinten, da hinten, da hinten. Schnell, nimm's. Kann da eigentlich auch dahinter Sprengstoff liegen oder geht das nicht? Genau, weg damit. Das ist der Kontrolenski hier. Einen Raum hat er inspiziert. Einen Raum hat er untersucht und dann geht er wieder? Was ist das denn für ein Inspektor? Aber schön, dass wir mal drüber gesprochen haben, über die Inspektion. Hoffentlich hat er nicht den Müll gesehen. Egal. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, genau, ich wollte hier noch eine Sicherheitsdings öffnen, damit es schneller geht. Also nochmal hier ein Dings machen, aufmachen und nochmal eine Gedönsi bauen. Ich schalte auch nochmal ein bisschen was frei, weil da kriegen wir ja wieder Kohle. Guck mal. So. Und das hier noch. Ach schade, das geht nicht. Warum geht das eigentlich nicht? Pflanztöpfe, ach so, Pflanzen in Töpfe verfrachten. Ach ja, das muss ich ja manuell machen. Oh Gott, hier ist ja lauter Müll. Story of my base. Story of my Startopia. Erzeugt radioaktiven Müll. Was mache ich eigentlich mit radioaktivem Müll? Mal so blöd gefragt. Schleuse. Da ist nochmal eine Schleuse. Also das ist einfach auch nur wieder so ein Zugang. Ne, den wollen wir nicht nochmal machen. Was? Irgendwas ist passiert? Ah, ich habe 13.000. Kann ich jetzt das Ding bauen? Ja. Warte. Hoffentlich verbraucht das jetzt nicht so viel Energie, wie ich befürchte, dass es Energie braucht. Bauen wir das mal dahin. Wie teuer war die im Unterhalt? 500, oh Gott. Na, hoffen wir mal, dass das klappt. Ich muss ja auch noch die Angestellten anstellen. Ist der eine Kriminelle jetzt eigentlich eingefangen worden? Ja, er ist eingefangen worden. Die beiden sind eingefangen. Guck mal, die haben dann sogar so Gefängnisklamotten an. Es ist anscheinend ein geschlechterlich gemischtes Gefängnis, wenn ich das jetzt so richtig beurteilen kann. Wobei, das ist nicht ganz klar, oder? Man weiß ja nicht, was das für Geschlechter sind. Nicht alle Lebewesen haben ihre Genitalien am selben Platz, Captain. Commander, hab ich Sie gehört. Haben bereits mehr als die Hälfte der benötigten Kriminellen resozialisiert. Neues. Nice. Ich bin nicht sicher, ob diese Geschöpfe wirklich Teil einer produktiven Gesellschaft werden können, aber am Ende handelt es sich bei dem Szenario hier ja nur um eine Simulation. Natürlich, alles eine nur Simulation. Eine famose Idee, eine zweite Sicherheitszentrale zu errichten. Commander, dadurch wird die Zahl ihrer Drohnen verdoppelt. Ich gebe zu, dass ich so viel Weitsicht bei einem Kohlenstofflebewesen nicht erwartet habe. Ist geil, hä? Hat da mal nachgedacht, der Spielbär, hä? Der doofe kleine Spielbär hat mal nachgedacht, hä? Wie er mich immer aufzieht, das kleine Diss-Schweinchen. Wartung der Sicherheitsdrohnen, ah ja. Oh nein, wir haben die Kohle nicht dafür. Kann ich ins Minus rutschen? In Ordnung, Commander. Ich werde die Wartung initiieren. Haha, ich hab das gerade... Ich hab das gemacht. Ich bin aber nur auf Null gerutscht. Das heißt, ich hab die andere Hälfte für umsonst gekriegt.
Das ist quasi, das ist ja viel geiler, der Deal. Da muss ich einfach schauen, dass ich vorher noch möglichst viel Geld ausgebe, bevor ich das mache. Und dann gehe ich nur auf null. Das heißt, wenn ich schaffe, meine Kohle auf 50 Dinger zum Beispiel runterzudrücken und das dann mache, dann verliere ich nur 50 Dinger und sonst nichts. Ist doch geil. Dann verliere ich nur 0,1%. Oder 1%. Nee, 0,1% müsste es. Nee. Ach, keine Ahnung. Ja. Ich verliere wenig. Viel weniger, als wenn ich warte, bis ich genug habe. So müsste das mal in der Realität sein, ey. Das wäre genial. Weg mit den Aliens hier. Also mit den. Da sind überall Parasiten. Diese verdammten Parasiten. Diese miesen Schädlinge hier. Aber geht eigentlich noch von der Sauberkeit. Habe ich schon schlimmer erlebt, eigentlich. Kann man durchaus so machen. Ist das hier eigentlich ein Mülleimer? Müllroboter. 90% gefüllt. Wer arbeitet eigentlich? Arbeiten eigentlich überhaupt noch Leute in meiner Recyclingstation? Ja. Da ist schon wieder aber nur einer zu wenig drin. Warte mal. Das geht so nicht hier. Was ist denn hier los? Hallo? Das ist doch kein Wunder, dass das hier nicht klappt. Ich glaube, ich brauche noch eine Recyclingstation. Von denen kann man echt irgendwie nicht genug haben. Ist jetzt eigentlich die Brick voller geworden? Nee. Aber wir haben immerhin einer ist entkommen, aber wir haben schon über die Hälfte resozialisiert. Ich glaube, so muss das sein. Genau, nice. Produzierbare Mechs. Ach ja, stimmt. Das kommt ja dann noch als nächstes. Man kann ja auch Mechs bauen und die dann kämpfen lassen irgendwie. Commander, meine Sensoren besagen, dass jemand Bomben auf ihrer Basis platziert hat. Diese kleinen Schweinchen. Oh, hier wird es aber wirklich ganz schön voll. Guckt euch das mal an. Ich mache jetzt noch ein zweites Recyclingwerk auf. Quatsch. Ich glaube, das sind immer die Momente, wenn die Aliens bezahlt werden. Kann das sein? Immer wenn das so plong macht. Ja, das sieht doch gut aus. Wie sieht es auf dem Vergnügungsdeck aus? Oh, da arbeitet ja gar keiner mehr. Moment. Celebrama brauchen wir. Heuer mal die an. Aber wir haben noch welche, komischerweise. Wieso arbeitet hier keiner? Streiken die irgendwie? Verstehe ich gar nicht. Irgendwas ist hier los. Ein intergalaktischer Recycling-Trupp bietet seine Dienste an. Ja, mach mal. Wow, danke. Angestellte Alien Drainchen Kratyrianas Rüdenkund. Sie haben mittlerweile 2/3 der geforderten Kriminellen resozialisiert. Ich glaube fast, sie haben so langsam verstanden, wie das Szenario funktioniert. Muss ich die selber befördern? Ah, ach so, wenn die lange für mich arbeiten, muss ich die befördern, kann das sein? Ach, das, da, deswegen entlassen die sich immer selber, wenn sie... Aber warum kann ich denn das hier nicht machen eigentlich? Warte mal, Angestellte. Hier, warte mal. Warte mal. Hier, das sind die XP, die sie bis zur Beförderung brauchen, verstehe. Oh Gott, was ist das hier für eine Fahrstuhlmusik? Schnell weg. Da will ich aber auch durchdrehen als Alien. Wenn ich ständig so berieselt werde hier. 21 von 30 haben wir schon resozialisiert. Ne, schnarscht. Ja, ich würde gerne mehr befördern irgendwie. Warte mal. Da, wo die XP-Leiste voll ist bei den Angestellten, muss ich mal gucken jetzt. Aber müsste es nicht eigentlich von alleine gehen, wenn die XP-Leiste voll ist? Nee, tut's nicht. Guck mal, der hier ist auf Stufe 3 anscheinend, aber hat noch Stufe 2. Oder? Ah, nee. Nee, keinen Plan. Ich verstehe es nicht, tut mir leid. Ich bin da irgendwie... Ich weiß nicht, ich hätte da gerne einfach wie bei so einem anderen Spielen... Oh, was ist hier? Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Hier ist irgendwas kaputt. Stimmt irgendwas nicht. Haben wir nicht mehr genug Energie? Was ist denn jetzt hier los? 20% Auslastung? Ist doch gar keine Auslastung am Start. Was passiert hier? Commander, ein Sternenbeben hat die Station voll erwischt und Schaden auf dem Subdeck angerichtet. Wenn die Kommunikationszentrale die Anzeichen dafür bemerkt hätte, hätte dieser Schaden vermieden werden können. Ja, wer arbeitet da eigentlich? Arbeitet da überhaupt einer? Haben wir überhaupt Angestellte für das Gebäude?
Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Recycler und ich stelle mal jetzt noch mehr Bugatorianer ein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, hier arbeitet keiner mehr hier in der Dingsstation, in der Recyclingstation. Habe ich überhaupt eine Kommunikationsanlage? Ja, hier. Was machen die denn den ganzen Tag? Da arbeitet einer. Krass. Ja gut, da müssen jetzt die Fuzzies müssen das jetzt reparieren alles. Und hier brauchen wir eigentlich auch noch mal mehr Arbeit. Aber wir haben schon so viele Telgor. Komisch. Die Räume können dann, glaube ich, auch nicht mehr so schnell arbeiten, wenn die beschädigt sind. Und Commander, dann... Sie haben es geschafft. Dank des Einsatzes ihrer Drohnen wurde das kriminelle Gesindel geschnappt und Erziehungsmaßnahmen unterzogen. Wunderbar. Die werden sich in Zukunft nicht mehr trauen, Startopia zu schaden. Davon gehe ich aus. Die aktuelle Wertung... Ja! Ums. Da haben wir es wieder geschafft. Wie sieht es denn aus? Ich will mal ein bisschen in die Statistik gucken. Ja? 79% sind noch glücklich gewesen diesmal. Es war beim letzten Mal schon besser gewesen. Attraktivität 52%. Es ging aber auch recht schnell, dass da ziemlich viele Aliens in die Station kamen. Da habe ich irgendwie nicht so ganz so mitgerechnet. Was haben wir denn hier alles jetzt noch so für Dinger? 25 Räume konstruiert. Müll recycelt. Müll war früher auch übrigens schon im Original ein massives Problem immer gewesen. Es ging immer wahnsinnig schnell, dass du einfach so ein riesen Müllproblem hattest, dass du einfach nicht mehr hinterhergekommen bist. Das ist einfach so. Verrottete Crates, immerhin 36 haben wir geschafft. Forschung freigeschaltet, 19. Soll bezahlt. Nachrichten verpasst, 33. Was? Ah ja, stimmt, da rechts die Nachrichten. Die muss ich immer häufiger lesen, aber ich kondensiere mich da immer nicht genug. Aufgehobene Gegenstände, Bomben recycelt. Nur 4 Bomben? Ich bin enttäuscht. Da erwarte ich aber beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr. So, meine lieben Freunde, aber ich würde sagen, das ist das Ende dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, schaut auf jeden Fall auch gerne mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zur Calypso Media Webseite, wo ihr das Spiel auch kaufen könnt. Ihr könnt auch gerne mal in die anderen Videos reinschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das Ganze hier ist ein gesponsertes Video gewesen. Vielen lieben Dank an Calypso Media. Das war auf jeden Fall eine coole Aktion. Und wir sehen uns gerne wieder in der nächsten Folge. Space Base Startopia. Danke fürs Reinschauen und ciao, ciao.